Ich weiß nicht, was ich jetzt an Rütteln so lustig fand. Oh, da ist Shawnee. Ich glaube, Shawnee ist der Nächste, der da landet, hä? Meine lieben Termiten. Na, ein bisschen neue Mahlzeit gefällig? Wer kommt denn da und will sein Rezept zurück? Wenn das nicht die kleine, brave Lilly ist. Hau ab, bevor ich dir noch die Schnürsenkel zusammenknote. Oder Schlimmeres. Oh, Shawnee ist aber ganz schön böse, hä? Da hat er ein Feuerzeug. Mit Feuer spielt man aber nicht, lieber Shawnee. Besonders nicht, wenn man so ist wie du. Sag mal, wie kommt es eigentlich, dass du dich hierher traust? Du weißt doch, dass wir nicht mehr im Garten spielen dürfen. Oder bist du etwa im Auftrag der Oberin hier? Du kannst deiner tollen Oberin ausrichten, dass ich auf ihre blöden Regeln pfeife. Ha. Aber ich wette, dazu hast du zu viel Schiss. Du hast viel zu viel Schiss vor dem Echo, nicht wahr? Und das solltest du auch. Denn eines schönen Tages, wenn du es am wenigsten vermutest, wer weiß, könnte es passieren, dass du dich umdrehst und irgendjemand hat deine Milch geklaut. WTF, Shawnee will mir meine Milch klauen. Der Penner. Unglaublich. Wirklich unglaublich. Tough? Na, na, na. Was ist denn das? Willst du etwa aufmucken? Ja. Schau dich doch mal an, Lilly. Mit deiner Schleife und deinem Zöpfchen. Du kannst doch nicht im Ernst glauben, dass du es mit so einem Lausbuben wie mir aufnehmen kannst. Ich habe bereits mit Streichhölzern gezündet, da hast du noch nicht mal dein Morgengebet beendet. Wie sollte ich jemanden wie dich jemals ernst nehmen? Kannst du etwa Kirschkerne spucken? Oder mit einer Zwille auf Spatzen schießen? Sieh es ein. Du wirst niemals so tough sein wie ich. Und so lange bekommst du auch das Rezept nicht zurück. Alter, ich bin so unglaublich tough. Ich bin Shibuya Girl. Ja, davon hat er gar keine Ahnung. Ich mache jetzt mal die Musik ein bisschen leiser. Shibuya Power! So, das wird mich jetzt für mein Leben verfolgen, diese Shibuya Power. So, bleibt das jetzt so bei der Musik? Ist die jetzt leiser? Ja. So, also, Shibuya-Freunde. Jetzt werden wir mal gucken, was das hier... Das ist echt was für ein Geraffel. Wie kann ich denn den Shawnee da jetzt auch noch irgendwie... Also ich sag's jetzt mal, wie es ist. Wir werden ihn wahrscheinlich um die Ecke bringen. Wer ist das denn da? Memphis. Na, Memphis? Huh? Wie geht's so? Schnell! Mach die Tür wieder zu, bevor mir noch jemand sieht. Das hier ist der letzte sichere Ort im ganzen Kloster. Und ich möchte, dass das auch so bleibt. Ja, sing mal, genau. Lalalala. Der Untergang ist nah. Lalalala. Verdammt bin ich, verdammt bist du. Du, yippie-do. Apokalypse, no. Was? Lalalala. Der Untergang ist nah. Das ist ja süß, wie sie singen zusammen. Du brauchst gar nicht versuchen, mich umzustimmen. Ich bleibe hier. Da draußen ist das viel zu gefährlich. Lilly hatte keine Ahnung, wovon Memphis da sprach. Aber er war auch schon immer sehr schreckhaft gewesen. Ja, aber es ist echt gefährlich da im Ofen, lieber Memphis. Sonst hört ich noch jemand. Und dann nehmen sie mir mein Versteck weg. Und wenn sie mir mein Versteck wegnehmen, dann bin ich mit Sicherheit der Nächste. Der Ofen ist nämlich der sicherste Ort hier im ganzen Kloster. Weißt du? Er hat einen Kruppstahlmantel, titaniumverstärkte Innenwände und der Innenraum ist mit Blei ausgegossen. Hier drin würde ich sogar einen Bombeneinschlag überleben. Ja, einen Bombeneinschlag, du. Ich habe so das Gefühl, der gute Memphis wird hier noch umkommen in dem Ofen, aber naja. Verschwinde endlich, bevor mich noch jemand entdeckt. Wenn du nach deinem Rezept suchst, dann sprich mit Shawnee. Er hat es eingesteckt. Shawnee hat das Rezept, das stimmt, ja. Sollen wir mal schauen. Aber Shawnee wird uns das nicht geben. Mal gucken, wie wir es daran kommen. Gut, mein Freund. Dann... Soll ich das wirklich zumachen? Soll ich hier wirklich die Ofenklappe schließen? Ich habe so ein ganz komisches Gefühl, wenn ich das dazu mache, dass wir den lieben Memphis dann wahrscheinlich nicht mehr sehen werden. Ja,
Was habe ich noch da dabei? Murmeln. Na gut. Bam. Oh, ich habe ein ganz komisches Gefühl bei der Sache. Wir gehen mal wieder raus. Ich weiß nicht, ob das so gut war. So. Gut, was konnte ich denn hier noch mit dem Wasserhahn machen? Nichts mehr, oder? Also ich muss irgendwie wieder an das Rezept dran und ich muss... Ach so, ich sollte vielleicht Edna sagen, das mit Gary. Oh, hier, warte, wir nehmen mal hier den Sprengzünder mit. Den nehmen wir mal mit. Schwupps, ganz genau. Und da ist noch das Wollknäuel. Das Wollknäuel war ein Symbol. Lilly wollte, dass es für alle Zeiten in der Schatztruhe blieb. Okay, dann lassen wir es für alle Zeiten in der Schatztruhe. Wenn Lilly das so möchte, Shibuya Power. Die süßen kleinen Insekten sind weg. Wo die wohl hingegangen sein mögen? Naja. Da sind sie ja. Wir gehen mal wieder ins Kloster. So, jetzt los und dann gucken wir mal. So. In den Schlafsaal. Im Schlafsaal, da sollte man schlafen gehen, wenn man müde ist. Wenn man einen Schlafsaal hat. Sching! So. Sching hat übrigens nichts mit Schinken zu tun, ne? Also, nur so Cold Mirror-Anspielungen. Kommst du voran? Ja, Edna, ich komm voran und zwar Garrett. Oh, cool. Du hast also an deiner Nummer als Tierstimmenimitator gefeilt. Aber davon kannst du mir später noch erzählen. Erst einmal müssen wir diesen Garrett loswerden. Ich bin mir sicher, dass er für die Oberin spioniert. Ja, das glaube ich auch. Bevor du was sagst, mir ist da noch was eingefallen. Ich glaube, dass Garrett ein Geheimversteck in der Kapelle hat. Ja, so eine Art Abhöreinrichtung im Beichtstuhl. Damit dürfte endgültig bewiesen sein, dass er ein Spion der Oberin ist. Die Frage ist nur, ob wir dieses Wissen irgendwie gegen ihn verwenden können. Lilly hat tatsächlich eine Idee. Sie würde Garrett in seinem Geheimraum einsperren. Sie Sehr gut. Sie kann kaum abwarten, ihrer besten Freundin davon zu berichten. Warte, ich weiß. Wie wär's, wenn wir Garrett in seinen Abhörraum einsperren? Du tust einfach so, als würdest du beichten wollen und wenn er dann sein Versteck betritt, zack, unsere Falle schnappt zu. Ach, sei doch nicht traurig, Lilly. Nächstes Mal hast du bestimmt auch eine gute Idee. Aber jetzt ran ans Werk. Es war mein Plan, also musst du dich jetzt um die Umsetzung kümmern. Oh, die arme Lilly hat immer die guten Ideen und jeder kommt immer zuvor. Moment. Was ist das? Hörst du auch diese Geräusche? Du, ich glaube, da bohrt jemand in der Kapelle. Das ist bestimmt wieder Frank, der nach Hinweisen auf eine Kirchenverschwörung sucht. Verdammt, das könnte unseren ganzen Plan ruinieren. Wenn Garrett dich nicht belauschen kann, können wir ihn auch nicht einsperren. Du musst dir etwas überlegen, um Frank zu vertreiben. Hast du zufällig die Bauanleitung für meine Zeitmaschine gefunden? Die war eh nicht ausgereift. Wie groß ist die Mikrowelle der Schulkantine? Vergiss es, das reicht niemals. Und meine anderen Ideen sind alle etwas komplizierter. Dafür fehlt uns die Zeit. Das Einfachste wäre wohl, ihm einfach bei seiner Suche zu helfen. Wenn Frank gefunden hat, was er sucht, wird er ja wohl hoffentlich mit dem Bohren aufhören. Ja, ich denke auch, dass... ich meine, die Ideen von Edna waren jetzt zwar schon sehr gut, ein bisschen strange, aber gut, ein bisschen komisch. Aber wir hätten jetzt, glaube ich, mal dem Frank helfen, dass er die Sache findet. Jetzt müssen wir nur... Ich glaube, unsere Shibuya-Girls haben damit nicht mehr viel... Oder sollte ich... Brauche ich vielleicht... Shai, Suka... Doch wieder die Haarnadel von Suka? Was habe ich denn jetzt alles? Sprengen zu einer Murmeln. Soll ich mal den Mädchen sagen, sie soll mal ein bisschen mit Murmeln spielen? Oder tauschen Was soll oder das so? Sein? Ein Marashuniyoke Shibuya-Accessoire? Nein. Ein süßes Pokémon? Oder Nein. eine Waffe für den Kampf gegen die dunklen Mächte? Nein! Sching! Sching! Was sollen wir denn damit? Ja, spielen. Leute, spielen. Was sollen wir denn damit? Schingen, sage ich denn nur. Wie wär's mit dem Sprengzünder? Hm, habt ihr da Spaß dran? Was hast du denn jetzt schon wieder? Ich hoffe, es ist eine Waffe für den Kampf gegen die...
Sprengzünder! Und er ist scharf! Du musst ihn entschärfen, Zuka! Schnell! Aber womit denn? Mit der Kraft der Liebe! Was? Bist du denn... Warte! Ich weiß! Das war knapp. Das petzen wir der Oberin. Genau. Diesmal bist du wirklich zu weit gegangen, Lilly. Was geht bloß in deinem Kopf vor? Du bist viel behämmerter, als ich dachte. Voll Ungumbo. Jetzt steht er doch nicht so rum. Schaff uns endlich diese Bombe vom Hals. Bring sie irgendwo hin, wo sie keinen Schaden anrichten kann. An einen bombensicheren Ort. Ein feuerfester Kessel oder so. Ich soll die Bombe in den Kessel bringen. Aber das ist doch Mervin. Das kann ich nicht machen. Ich bring die Bombe jetzt mal hier in die Kapelle, dann kann er da nämlich drauf rumbohren. Und dann sage ich da nur noch ganz laut Shing. Total Gumbo, was ich hier vorhab. Mein Gott. Ist das toll. So, pass mal auf, Frank. Ich hab hier was für dich. Hier, schau mal, Frank. Frank, guck mal. Steinplatten, ne? Hier. Zünder. Bleib bitte von den Platten weg, ja? Du behinderst mich bei meinen Nachforschungen. Gut, okay. Was soll ich denn damit? Wenn du mir unbedingt helfen willst, dann entschlüssele die Symbole auf den Bodenplatten. Ich glaube, ich bohre an der falschen Stelle. Kennst du nicht jemanden, der sich mit Geschichte auskennt? Edna kennt sich mit allem aus, da bin ich mir sicher. Warte mal, wir nehmen mal das Brett wieder mit. Lilly musste beichten, dass sie mal... Ja, ich hätte gerne wieder das Brett. Warte mal, wir legen das wieder weg und nehmen das Brett. Okay, dann, Soll ich jetzt wirklich den Sprengsatz zu ihm in den Ofen legen? Kann ich doch nicht machen. Leute, der fliegt uns doch gleich um die Ohren hier. Das geht doch nicht. Da könnt ihr so laut schreien, mach's, wie ihr wollt. Und ich werd's natürlich tun. Natürlich tue ich das. Natürlich. Ah! Oh Gott! Schock. Oh, Memphis, du Penner, du hast mich voll erschreckt gerade. Dafür springe ich dich jetzt in die Luft. Oh Mann. Ja, gut, dann legen wir halt den Sprengsatz da rein, ne? Das war der perfekte Ort, um den Sprengkopf loszuwerden. Was ist das? Was hast du da? Endlich konnte Lilly die Haarspange nehmen. Muss das so blinken? Lilly schloss die Tür wieder, damit niemand Memphis Versteck fand. Lilly? Lilly? Irgendetwas schien heute mit Lillys Ohren nicht zu stimmen. Andauernd hörte sie irgendwelche Geräusche. What the fuck? Wir haben gerade Memphis in die Luft gejagt, ich glaub's nicht. Das Spiel ist so scheiße krank, ey. Das ist unfassbar. Oh Gott! Oh Gott, Alter. Wer hat vorhin noch gesagt, ich soll hier reingehen und das machen? Oh Mann. Ja, jetzt war es wieder niemand, ne, Leute? Echt? Überall hängt Blut und Fleischfetzen und... Ach. Ja, und was bringt das jetzt? Was bringt das jetzt? Jetzt haben wir Memphis umgebracht und... Mit der Ach, jetzt haben wir die Haarnadel. Ach so, na dann, natürlich. Natürlich, für eine Haarnadel kann man das schon mal machen. Gott. Ich glaub's ja nicht. Tja, so langsam färbt sich der ganze Klostergarten pink. Oh Mann,
Lilly, das Killerkommando, ey. Wir bringen noch jeden um, ich weiß es jetzt schon. Ob Lilly jetzt auch endlich Gumbo war? Ich bin total Gumbo. Lilly, kannst du das anziehen? Geht das? Ah, das werden wir vielleicht mal jetzt habe ich vergessen, wie die heißen. Shing Girls. Wie heißen die denn? Das ist Asabuya. Rein da in den Schlafsaal. Mal schauen, was die zu der Knorken. Hier meine Gumbo-Haarnadel, Leute. Bleib uns bloß vom Leibe! Du hast doch den totalen Sockenschuss, hier mit echten Sprengsätzen durch die Gegend zu laufen. Voll zu hardcore. Geht gar nicht. Nieder mit den dunklen Mächten! Okay. Nieder mit den dunklen Mächten. Sehe ich auch so? Edna. Ja, Edna, ich muss dir da was sagen. Und? Kommst du voran? Ach, da kann ich gar nicht drüber reden. Cool. Du hast also an deiner Nummer als Tier... Okay, das haben wir schon. Gut, wir müssen jetzt nur noch helfen. Blub. Ach so, wir waren noch gar nicht in dem Raum, wo die Oberyn drin sitzt. Also, Shing und los in den, da unten rein. Hier rein. Da. Kantine. Shing. So. Gut, da ist die Oberin. Die sieht mich. Wir reden mal mit Doris. Ah, dann sieht mich die Oberin. Was war das? Du frecher Mistkäfer! Ich kann es nicht ausstehen, wenn hinter meinem Rücken über mich getuschelt wird. Die Jugend von heute wird auch immer dreister. Das kommt von dieser ganzen Gewalt- und Fäkalsprache in den Medien. Wenn ich könnte, würde ich euch einem nach dem anderen den Kopf abdrehen. Na, wo sind nur meine Einweggläser? Ich brauche etwas, um meine Finger zu beruhigen. Sonst passiert hier noch ein Unglück. Okay. Okay. Was denn jetzt noch? Muss ich es dir mit Handpuppen erklären? Die Essenszeit ist schon seit Stunden vorbei. Das Einzige, was ich heute noch zubereiten werde, ist das Futter für die Katze der Oberen. Und das Essen für die Oberen selbst. Das heißt, ich würde. Aber mein Messer ist verschwunden. Außerdem ist der Ofen im Keller mal wieder ausgegangen. Ich könnte also eh nichts kochen. Das Wichtigste ist allerdings, dass mir die Oberen noch ein Rezept zukommen lassen wollte. Du hast es nicht zufällig dabei, oder? Nein, ich hab das Rezept nicht. Der Ofen läuft noch nicht. Nee, der wird auch so schnell nicht mehr laufen. Was sage ich denn? Kein Rezept? Kein Ofen? Na, vergiss das Rezept einfach! Solange der Ofen im Keller nicht läuft, kann ich das Essen eh nicht zubereiten. Okay. Kein Rezept? Tja, dann hast du hier wohl auch nichts verloren. Also, ja, blöd. Gib dir keine Mühe. Ohne ein Messer werde ich das Essen sowieso nicht zubereiten können. Okay. Wenn ich das Kind erwische, das mein Messer geklaut hat, das wird sich wundern, was man damit alles anstellen kann. Gut. Ja, dann... Hunger? Du, bevor du wieder nach Essen fragst, es ist jetzt schon Stunden her, dass meine Finger ein Einwegglas in der Hand hatten. In dieser Phase werden meine Hände immer leicht nervös. Sie knacken alles, was ihnen in die Finger kommt. Kinderbeinchen, Kinderärmchen. Ich habe sie einfach nicht unter Kontrolle. Tja, du bist echt unheimlich, Doris. Nein, wie heißt sie? Heißt sie Doris? Doch. Doris. Doris, du bist unheimlich. Wenn ich jetzt davor gehe und mir eine Banane hole... Heute waren die Kokosnüsse ruhig. Das machte aber nichts. Lilly wusste mittlerweile genug über Schrumpfköpfe. Okay, alles klar. Dann werden wir mal gleich schauen, wo wir noch hin müssen. Hä? Da ist eine freie Fläche, da gehört ein Schild hin. Uff. Tja. Jetzt gehen wir mal in die Haupthalle. Und gucken... was so abgeht. Und dann machen wir mal schnell eine kleine Aufnahmepause und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, ne? Tschüss!